Am Ende entkommt ihm keiner. Philip Roth stellt uns die Frage, wofür es sich zu leben lohnt und was es heißt, nicht erkannt zu haben, wofür es sich zu leben lohnt. Dabei fing Philip Roth seine Karriere als Schriftsteller weit weniger existenzfordernd an, als es jetzt den Anschein haben mag. Seine gesamte Laufbahn, die mit dem Jahr 2014 endete, als er bekannt gab, dass er mit dem Schreiben aufgehört hatte, lässt sich in drei Phasen einteilen. Die erste Phase widmete sich der Selbstbefreiung aus literaturtraditionell bedingten und gesellschaftlich-moralischen Zwängen mit Portnoys Beschwerden 1996 und fand seinen Höhe- und Endpunkt in Sabbath Theater, also Sabbath Theater, 1995 in der Figur Mickey Sabbath, diesem Apostel der Unzucht, der aus Selbst- und Weltverachtung an dem Wunsch leidet, sich sein Leben zu ruinieren, aber nicht Selbstmord begehen kann, wie er am Schluss des Romans sagt. Er konnte einfach nicht sterben. Wie sollte er auch verschwinden? Alles, was er hasste, war hier. Mit Portnoys Beschwerden aber handelte sich Philip Roth 1969 den Ruf eines die orthodox-jüdische Welt beschmutzenden Pornografen ein, was er in selbstbezüglichen Werken seiner zweiten Phase bis zu jenem Punkt verarbeitete und zugleich nutzte, da er sich in Gestalt seines alter Egos Nathan Zuckerman selbst zum Thema machte. In dieser zweiten Phase leistete sich Frechheiten wie die, dass Anne Frank überlebt hätte und Nathan Zuckermans Geliebte sei. Und er gab im Interview aus Philip Roth auf die Frage, haben Sie, während Sie schreiben, ein Publikum vor sich? Zur Antwort, ja, das habe ich, den Anti-Roth-Leser. Ich denke mir beim Schreiben immer, wie der sich ärgern wird. In der dritten Phase verband Philip Roth die psychologische Analyse mit der Analyse seiner Zeit. In Amerikanisches Idyll von 1997 und in Der menschliche Makel im Jahr der Jahrtausendwende bebilderte er seine eigene Epoche und schuf zugleich Porträts von vermeintlichen Durchschnittsmenschen, die eben keine sind. Beginnen wir dort, wo für Philip Roth alles begann, mit Portnoys Beschwerden von 1969. Wie Alexander Portnoy auf der psychoanalytischen Couch eines Dr. Spielvogel landet, weil er seine Sucht nach Schuld und Schande nicht bezwingen kann. Doktor, Doktor, fleht Alexander Portnoy. Doktor, ich kann es nicht mehr aushalten, immer zu in Angst zu leben. Ohne Grund. Was ist hier eigentlich los? Es wird uns doch wohl gelingen, dieser meiner Sache auf den Grund zu kommen. Zwei clevere jüdische Burschen wie uns beiden. Segnen Sie mich mit Mannhaftigkeit. Machen Sie mich mutig. Machen Sie mich stark. Machen Sie mich ganz. Ich war jetzt lange genug ein netter jüdischer Junge, der in der Öffentlichkeit seinen Eltern alle Ehre machte, während er im Geheimen dalag und an die Zimmerdecke spritzte. Lange genug. Damit ist das wichtige Wort ausgesprochen. Familie. Es gibt eine unverschämte, wenn auch nicht unzutreffende Definition für den Begriff Familie. Familie ist jene verflixte Bande, mit der man nichts zu tun haben wollte, hätte man die Wahl. Und das ist Alexander Portnoys Problem. Alexander Portnoys jüdische Familie scheint, salopp gesagt, in Portnoys Beschwerden von 1969 fest bei der Firma Sorge, Angst und Pech GmbH angestellt zu sein. Gefahren, so sieht es vor allem seine Mutter, lauern für den kleinen Alexander überall, auch und gerade in ihm selbst. Dass es sich bei Alexander Portnoys Familie um eine jüdische Familie handelt, spielt dabei im Grunde überhaupt keine Rolle. Jeder, der eine starke Mutterbindung sein eigen nennen darf, kennt das Syndrom von gurrend liebender Für- und Fürsorge umhegt und zugleich von Schuldgefühlen geplagt zu sein. The world, think about what you're doing. Don't give yourself away, cheap. You must be careful of your life. Seine Mutter beherrscht Alexander Portnoy ganz und gar. So heißt es, sie war so unlösbar mit meinem Sein verbunden, dass ich im ersten Schuljahr geglaubt haben muss, alle meine Lehrerinnen seien eigentlich meine Mutter in veränderter Gestalt. Sobald das letzte Klingelzeichen ertönte, rannte ich nach Hause und fragte mich unterwegs, ob ich unsere Wohnung wohl erreichen würde, bevor es ihr gelungen war, sich zurückzuverwandeln. Wenn ich zu Hause ankam, befand sie sich unweigerlich bereits in der Küche und stellte mir meine Milch und meine Kekse zurecht. Statt nun den Tatsachen ins Auge zu sehen, erhöhte diese Bravourleistung lediglich meinen Respekt vor ihren geheimen Kräften. So endet das Zitat. Gefahren überall. Sogenannte Schicksen, also nicht-jüdische Mädchen, warten, so scheint es, an jeder Ecke groß, blond und lüstern. Und sie warten nur darauf, den wehrlosen, seine Pubertät hineinschlitternden Alex unter ihrem Fleisch zu begraben. Ständig heißt es in der Familie, Alex, sei vorsichtig, tu dies nicht und das nicht. Andernfalls verstößt du gegen eines der Gebote Gottes und gegen das Judentum. Und wir haben dich nicht mehr lieb. Es ist also kein Wunder, dass panische Scham- und Schuldgefühle in Alexander Portnoys Knochen stecken. Zugleich aber schüren diese Scham- und Schuldgefühle eine unstillbare Wut. Alexander Portnoy
will es einerseits seiner Familie heimzahlen, dass sie ihm diese Gefühle einflößt, und er will sich andererseits mit noch mehr und mehr Schuld und Scham bedecken. Und jetzt, sagt er auf der Couch zu Dr. Spielvogel, seinem Psychiater, und jetzt, mein lieber Doktor, können Sie sich vorstellen, wie mir mein Gewissen zu schaffen machte, der ewigen Wichserei wegen. Denn Alexander Portnoy ist in seinen Teenagerjahren aufgrund dieser Dilemmasituation zum regelrechten Masturbationskünstler geworden. Eines Tages entdeckt er einen dunklen Fleck an der Unterseite seines Penis und ihn quält die Gewissheit, er hätte Krebs, jede Minute könnte seine letzte sein. Er fürchtet sich naturgemäß vor dem Tod, ja, er glaubt, der Tod drohe ihm stündlich. Und so onaniert er sich, täglich den Tod vor Augen, fast an den Rand eines Herzinfarkts. Zitat: Wenn ich mich doch bloß auf nur einmal Wichsen am Tag beschränken könnte, oder auf zwei, selbst dreimal, aber ich würde sterben. Und so stellte ich im Gegenteil neue Rekorde auf. Vor den Mahlzeiten, nach den Mahlzeiten, während den Mahlzeiten. Ich springe beim Mittagessen auf, ich greife mir mit dramatischer Geste an den Bauch, Durchfall, ich habe Durchfall, schreie ich. Kaum ist die Badezimmertür hinter mir verschlossen, streife ich mir ein Unterhöschen über den Kopf, das ich vom Toilettentisch meiner Schwester entwendet habe, und es hat eine dermaßen befeuernde Wirkung, dass die Flugbahn meiner Ejakulation ungeahnte Höhen erreicht. Wie eine Rakete schießt mein Samen zur Glühbirne an der Decke hoch und bleibt dort kleben. Ich klettere so leise wie möglich auf den Heizkörper und entferne den Schleimklumpen mit Toilettenpapier, suche den Duschvorhang, die Wanne, den Kachelboden, die vier Zahnbürsten nach Sperma ab, und wie ich gerade die Tür aufschließen will, im Glauben, ich hätte meine Spuren verwischt, bleibt mir beim Anblick dessen, was an meiner Schuhspitze hängt, wie Rotz das Herz stehen. Ich bin der Raskolnikow des Wichsens. Die klebrigen Beweise finden sich all überall. Aber Macht, denkt sich Alex Portnoy, das Beste aus seiner Todesnähe. Er ergießt sich einmal sogar in ein großes Stück glitschig feuchter Kalbsleber aus dem mütterlichen Kühlschrank. Und abends verspeist er sie dann mit seiner nichtsahnenden Familie. Solcherlei mag uns Lesern je nach Anlage und Geschmack ekelhaft oder komisch oder beides vorkommen. Dem mittlerweile 33-jährigen Alexander Portnoy im Rückblick jedoch ganz und gar nicht. Er leidet. So, gesteht er Dr. Spielvogel auf der Couch ein. Nun haben Sie das Schlimmste erfahren, was ich je verbrochen habe. Ich habe das Abendessen meiner eigenen Familie gevögelt. Nur, dass das Schlimmste noch gar nicht mal war. Denn Alexander Portnoy hat nach seiner Pubertät die amerikanische Verfassung mit ihrem unveräußerlichen Recht auf das Streben nach Glückseligkeit auf seine, also erotische Art beim Wort genommen. Seine Mutter hat ihm verboten, mit Chicksen zu schlafen. Um sich seines Übermutterkomplexes und der Lebensangst zu entledigen, kopuliert sich Alexander Portnoy mit eben diesen Chicksen quer durch die USA und dann über Europa ins päpstliche Rom und nach Israel. Er entdeckt und erobert Amerika mit libertärem Pioniergeist neu für sich. Erst im Bett mit einem weiblichen Leutnant der israelischen Armee in Palästina fällt sein Erektionsvermögen für immer flach. Und er hat sich dabei längst lustvoll seinen eigenen Ruf ruiniert. Man kann die Lebensgeschichte der Philip Roths als Chronik eines Skandals erzählen. Denn die Gründerväter der Nation hatten sich die Verwirklichung des amerikanischen Traums sicher nicht als sexuellen Amoklauf vorgestellt. Doch befinden wir uns im Jahr 1969 und in der Epoche der Bürgerrechtsbewegung, der Epoche Bob Dylans, der Beatles und der Rolling Stones, der Vietnamkriegsproteste und der Bombenanschläge der linksextremen Terrortrupps namens Weatherman, in einer Epoche der Befreiung und Krisenhysterie zugleich. Philip Roth hatte 1969 bislang drei für ihn allzu ernste Bücher geschrieben und war für jene Epochenstimmung sehr empfänglich. Er wollte seine ihn nunmehr hemmende Seriosität in die Luft sprengen und damit die Pflichtversessenheit und Selbstdisziplin des Familienbetriebs und zugleich, besonders wichtig, auch die Psychiatrie mit ihren Diagnosen, denen man sich, glaubt, die Psychiatrie nur unterwerfen muss, um wieder gesund zu werden. Der Roman Portnoys Beschwerden war der furchtbare Beginn einer langen Feindschaft zwischen Philip Roth und den ästhetischen Zensoren, die man auch Kritiker nennt. Darauf ist der Satz Roths zuzuführen, er schreibe für die Anti-Roth-Leser, von denen er sich denken konnte, wie sehr sie ihn dafür hassen würden, was auch immer er von sich gab. Philip Roth beschloss, ihr wollt euch beleidigt fühlen? Das könnt ihr haben. Denn von nun an war Philip Roth der Mann, der diese, Sie wissen schon was, für Bücher schreibt. Als hätte er bei einem Wettbewerb, wer der oberste Schriftsteller irre der Vereinigten Staaten sei, teilgenommen und haushoch gewonnen, war Philip Roth mit Portnoys Beschwerden über Nacht zu einem Markenzeichen der Abwegigkeit avanciert.
Alles, was man sagt, kann gegen einen Verwendung finden. Und jeder Angreifer muss damit rechnen, angegriffen zu werden. Doch obwohl sich Roth versichert hatte, jeder Schmähsucht widerstehen zu können und jedem Vorwurf, so stürmten Ressentiments mit solcher Allmacht auf ihn ein, dass er zugeben musste, unverwundbar bin ich nicht. Am schlimmsten traf ihn, dass Rabbiner beanstandeten, sein Werk sei pietätlose antisemitische Selbstbefleckung, eine Beleidigung der Opfer von Auschwitz, und er gehöre in eine Nervenheilanstalt. Es gibt Nivea-Creme, es gibt Kellogg's Cornflakes und es gibt mich, Philip Roth, so bemerkte er selber einmal bitter. Nivea ist eine sanfte Creme, Kellogg's Cornflakes sind knackig, knusprig, nussig und Philip Roth ist der Jude, der mit einem Stück Leber onaniert. Und damit fügen wir jetzt noch hinzu, auch noch Millionen verdient. Immerhin hat er sich seit Portnoys Beschwerden, sagte er gerne im Spaß, die Spermaproduktion in Amerika um 200% erhöht. Im ersten Monat wurden 350.000 Exemplare verkauft. Es war eine Sensation. Die New York Times hat meinen Highschool-Sportlehrer interviewt. Können Sie sich das vorstellen? Es gab Fernsehsendungen, da unterhielten sich 6 jüdische Mütter über mein Buch und mich. Doch wie geht man damit um, dass Passanten auf den Straßen New Yorks ein Autogramm einfordern mit den Worten »Schreib da bitte Alexander Portnoy hin und gefälligst nicht Philip Roth«? Wie geht man damit um, dass Passanten einen anherrschen mit einem »Hey Portnoy, mit wem treibst du es gerade?« oder »Hör auf, so unschuldig vor dich hinzupfeifen«? Wie geht man damit um, dass jeder zweite Taxifahrer über einen mehr zu wissen scheint, als man über sich selbst? Und was sagt man, wenn biedere Familienväter einen im Restaurant beim Lunch vom Nachbartisch aus flüsternd ihre sexuellen Obsessionen beichten wollen? Soll man sagen, mein Gott, mein Roman ist doch bloß eine harmlose Sexsatire? Denn genau das war das Buch. Ähnlich wie Günter Grass Blechtrommel genau ein Jahrzehnt zuvor war der Roman in Sachen Sex gar nicht ernst gemeint. Er machte sich über die damals bereits grassierende Sucht der Amerikaner, unentwegt über Sex, 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 Sex zu reden, lustig. Und er eroberte sich über den Spaß, den er mit der Sexualität trieb, lediglich jene souveräne Unabhängigkeit zurück, die der Roman einmal besessen hatte. Eine Art Urfreiheit und Ausgelassenheit, das reine Gefühl unbändiger Existenz. 3 Jahrzehnte später war Philip Roth ein Monument. Der einzige amerikanische Schriftsteller, dessen Werke schon zu Lebzeiten in der Library of America erschienen sind, der Klassikerausgabe der USA, schlechthin. Eine ganze Kreuzung nahe seines Elternhauses in Newark, New Jersey, ist nach ihm benannt und er hat außer dem Nobelpreis jede Ehrung erhalten, die ein Schriftsteller weltweit überhaupt erhalten kann. In den 70er Jahren aber wollten ihn nicht nur Rabbiner zum Schweigen gebracht wissen. Und als die angebliche Ein-Mann-Pornofirma mit Namen Philip Roth endlich in die einsamen Wälder von Massachusetts umgesiedelt war, prangte an einem Ahornstamm in der Nähe seiner Farm auch schon ein Schild mit der Aufschrift »Bring uns Alexander Portnoy zurück«. Roth war also heillos hin und her gerissen zwischen schroffer Ablehnung und dem Einverständnis einer riesigen Fangemeinde. Und beide Parteien wollten wissen, ob sich hinter Portnoy nun Philip Roth versteckte oder nicht. War der Roman autobiografisch? Da gab es für Philip Roth einen drinnen nur in die Literatur nach dem Motto »Unsere tägliche Maske, gib uns heute«. Philip Roth lernte wie ein Schauspieler sich selbst zu verheimlichen. Er wusste wie die meisten von uns ohnehin nicht recht, er wäre im tiefsten Inneren wach. Und so erfand sich Philip Roth in seiner zweiten Werkphase von Roman zu Roman mit rasender Energie, ein alter Ego nach dem anderen. Seelenverwandte Schriftsteller wie David Kepesh, Peter Tarnopol und immer wieder Nathan Zuckerman, den intelligentesten und mitleidvollsten unter ihnen. Nathan Zuckerman ist Philip Roth und ist es zugleich auch wieder nicht. Zuckerman hat einen Roman wie Portnoys Beschwerden geschrieben, Titel Karnowski, und droht nun in seinen schlechten Ruf zu versumpfen. Die Biografien der beiden, Roths und Zuckermans, gelangen in den Romanen Roths, die er Zuckerman zuschreibt, derart durcheinander, dass Zuckerman in Roths Roman die Tatsachen Roth rät, die ungeschönte Autobiografie unter dem Titel Die Tatsachen nicht zu veröffentlichen. Das ist zwar faktengetreu, ehrlich, aber kitschig, weinerlich und nur dazu geschrieben sein, dem Publikum zu beweisen, dass er Roth nicht Zuckerman sei. Zitat Zuckerman an Roth: Ihr Leben, mein Lieber, Ihr Leben ist nur die trivialste Form von Literatur. Sie schaffen eine fiktive Welt, die viel aufregender und origineller ist als die Welt, aus der sie genommen ist. Ihr Medium, lieber Roth, Ihr Medium für die wirklich gnadenlose Selbstausweitung, Ihr Medium für die echte Selbstkonfrontation, das bin ich, Zuckerman. Bleiben Sie dabei. Dies schrieb Nathan Zuckerman
an Philip Roth, der dies natürlich selber geschrieben hat. Aber damit war die Verwirrung, wer hier nun wer war, komplett. Man konnte zwischen Philip Roth und Nathan Zuckerman nicht mehr unterscheiden. Und man kann es auch heute noch nicht recht. Wie Philip Roth floh auch sein alter Ego Nathan Zuckerman nach Neuengland, brachte Ehen samt Affären hinter sich, eine fünffache Bypass-Operation und eine vom Krebs befallene Prostata, wurde impotent und hatte bald auch seine Blasenfunktion nicht mehr unter Kontrolle. Die Demütigung ist es, denkt es sich darum auch Nathan Zuckerman, die uns alle vereint. Diese Demütigung hat eine physische wie eine psychische Seite. Das heißt, die physische, die satirische Euphorie von Alexander Portner wird bei Nathan Zuckerman abgelöst durch das Entsetzen angesichts dessen, was wir stofflich, was wir körperlich, was wir kreatürlich sind, nämlich gebrechlich, zum Altern, zum Krankheit, zum Sterben verurteilt. Und die psychische, Demütigung, die laut Zuckerman desgleichen die meisten von uns eilt. Wir alle erträumen uns ein rundum gelungenes Leben, Erfolg im Beruf, die einzig wahre Liebe, eine glückliche Familie. Dann geschieht etwas, wovon wir oft nicht einmal wissen, ob wir Schuld daran tragen oder nicht. Und der Traum liegt in Scherben. Diese physische und psychische Demütigung ist es, die Roths dritte Werkphase umkreist. In dieser letzten Werkphase wird Nathan Zuckerman zu einer Randfigur. Er sieht von sich selber ab und widmet sich zur Gänze dem Leben der anderen. Hier ist es nun an der Zeit, über die Liebe zu sprechen, über das Problem der Gestaltung des Liebesthemas in der Literatur. Philip Roth gilt als der große Geschichtsschreiber der Erotik und Sexualität. Oft wird gesagt, die Liebe trete bei ihm nur als eben jene Erotik und Sexualität in Erscheinung. Das ist so richtig wie falsch. Es ist insofern richtig, als man in der Literatur über die Liebe nicht ewig in denselben, also sentimentalen Sätzen schreiben konnte. Irgendwann war das Vokabular einfach erschöpft. Man konnte nicht für alle Zeit Sätze schreiben wie, als ich ihn berührte, floss eine wohlige Wärme durch meine Adern. Jede Geschichte, die sich zu einem Plot verdichten soll, braucht zudem einen Konflikt. Zunächst benötigte man also den Ehebruch, um die Liebe wieder und wieder und wieder von neuem literarisch zu beleben. Dann andere Tabus wie den Inzest bei Musil oder die Pädophilie bei Nabokov oder Obsessionen wie die Eifersucht bis zur Raserei bei Marcel Proust. Zuletzt musste sich die Hochliteratur zwangsläufig sexualisieren, um beim Thema Liebe am Ball und interessant zu bleiben. Egal, ob die sexuelle Freiheit auch außerhalb der Literatur wirklich so stattfand, wie die Literatur sie reflektiert hat, in der Literatur wirkte die sexuelle Freiheit als eine hier lyrisch begeisternde, dort pornografisch exzessive, dann wieder tragische, aber immerzu dramatische Revolte und gewann dem Thema Liebe somit handgreifliche und neue Nuancen ab. An diesem Punkt aber wird die Aussage bei Philip Roth, trete die Liebe nur als Erotik und Sexualität auch plötzlich merkwürdig falsch. Denn sie war nach Portners Beschwerden bald weder lyrisch begeisternd noch wirklich tragisch, sondern unvermeidlich, obszön, lächerlich und abgestanden banal. Es gab bald keine Konventionen mehr, die sich dem Begehren entgegensetzten. Und der einzig verbliebene Gegner des Begehrens war die Hinfälligkeit und Vergänglichkeit des eigenen Körpers. So wurde aus Philip Roth alias Nathan Zuckerman, zwar ein Geschichtsschreiber der Erotik und Sexualität, doch zugleich ein Geschichtsschreiber jener Hinfälligkeit und Vergänglichkeit und ein Geschichtsschreiber all dessen, was trotz aller Freiheit und Entgrenzung immer nostalgisch gegenwärtig geblieben ist. Der Sehnsucht nach der ergreifenden, wahren, altmodischen Liebe, der Zärtlichkeit, der Treue und Loyalität nach gelingendem Leben. Auch und gerade, wenn dieses Leben misslingt. Und niemand wird über die psychische und physische Demütigung, daseinszerrüttender belehrt als Sima Lvov in Roths Roman Amerikanischem Idyll von 1997. Sima Lvov nämlich ist die verkörperte Liebe, Zärtlichkeit, Treue und Loyalität. Sein Bruder Jerry wird ihm dies, als Simas Leben zerstört ist, zum Vorwurf machen. Er, Jerry, der nichts bereut, der sich nie rechtfertigt, der nur an sich selber denkt. Damit mache ich, brüllt Jerry seinen Bruder Sima an, damit mache ich bestimmt keinen guten Eindruck. Aber das gelingt mir nie und ist mir am Ende auch völlig egal. Aber du machst natürlich immer einen guten Eindruck. Und was bringt dir das? Ja, nur keinen Anschluss erregen. Immer die Schuld bei sich selber suchen. Für alles Verständnis haben. Das nennt man dann liberal. Ich weiß, du bist ein liberaler Vater. Aber was bedeutet das? Was steckt eigentlich dahinter? Immer alles zusammenhalten. Und was zum Teufel hat dir das gebracht? So Jerry Lvov. Die meisten von uns versuchen seit Lebens alles richtig zu machen, wie Jerrys Bruder Sima Lvov. Und es fällt uns nicht nur verteufelt schwer, sondern wird uns von anderen auch verteufelt schwer gemacht. Manchen gelingt es,
Viele scheitern, wie Simon Leboff. Was für Philip Roth aber zweierlei bedeutet. Erstens, nur weil er etwas scheitert, sollte man noch lange nicht aufgeben. Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe und es nicht erreiche, heißt das nicht, dass das Ziel an und für sich schon falsch war. Und zweitens ein Rat, mach dich nicht noch selber fertig, wenn sie dich bereits fix und fertig gemacht haben, und versuche, so wenig Angst zu haben wie möglich. Nichts ist es am Ende wirklich wert. Zu Beginn der Romanlektüre ist Simon Leboff für uns nur ein Name. Ein Jedermann. Simon Leboff ist als Baseballstar in ganz New York als eine Art Haushalts-Apollo verehrt worden. Ein Symbol heldenmütiger Tapferkeit und der Märchenhoffnung auf Sieg inmitten des Zweiten Weltkriegs. Simon Leboff hat dank seiner sportlichen Leistungen der Damenhandschuhfabrik seines Vaters zu Ehren und Geld gebracht. Er heiratet gegen den Willen seines Vaters eine katholische Schönheitskönigin, Miss New Jersey Dawn Dwyer. Er gelangt als unermüdlicher Nachfolger seines Vaters zu Reichtum. Er zieht mit Gattin und der stotternden Tochter Mary in den noblen Vorort Old Rimrock und in ein Anwesen aus der Gründerzeit der USA. Er will als amerikanischer Jude und amerikanischen Nichtjuden respektiert werden. New Yorks John F. Kennedy, blond und blauäugig, ein Pionier der Assimilation. Als Nathan Zuckerman den ehemaligen Haushalts-Apollo 1985 in einem Restaurant trifft, staunt er einmal mehr und denkt sich, diesem Typen ist doch wirklich der ideale Lebenslauf eines Amerikaners gelungen. Selbst diejenigen, die als Kinder alles hatten, bekommen früher oder später ihr Maß an Unglück zugeteilt. Und das oft im Übermaß, aber nicht Simon Leboff. Schon ist er so eine Art Marker, muss ich jetzt sein, nur so fleißig wie ein Leboff heißt es. Alles hat der Gute naiv, simpel, unbeschwert, glücklich, richtig gemacht. Er war nie behindert von Vertrauensverlust, nie getrieben von Wut, nie gefoltert von Hilflosigkeit. Und so sitzt Nathan Zuckerman in Gestalt dieses Simon Leboff, selbstzufriedenes, ironieloses, gedankenloses etwas gegenüber, dem es erspart geblieben ist, sich zu fragen, warum dies alles? So denkt Zuckerman. Aber Zuckerman täuscht sich. Denn als Simon Leboff an Prostatakrebs gestorben ist, klärt ihn Leboffs Bruder Jerry, Kardiologe in Miami, beim Jahrestreffen seiner Highschool-Klasse über den wahren Sachverhalt auf. Sein Bruder, so Cherry. Mein Bruder hatte ein starkes, großmütiges Wesen. Und das haben sie ausgenutzt, um ihn dauernd in die Pfanne zu hauen, all diese unerträglichen Typen. Er hatte einen unersättlichen Vater, zwei unersättliche Ehefrauen und die kleine Mörderin selbst, diese Missgeburt von Tochter, die Missgeburt Mary. Simon Leboff war kein Niemand, so Cherry weiter. Er ist in einen Krieg hineingeraten, den er nicht angefangen hatte. Er hat gekämpft, damit nicht alles auseinanderfällt. Und er hat den Kampf verloren. Alle haben ihn geliebt, diesen absolut anständigen Menschen, der sämtliche dummen Schuldgefühle weit hinter sich hätte lassen können. Manche haben ihn für einfach gehalten, weil er immer so freundlich war. Aber so einfach ist Simon nie gewesen. Einfach ist nie so einfach. Diese Bombe hat sein Leben zerstört. Das wahre Opfer der Bombe war er selbst. Zitat Ende. Diese Wahrheit reißt Zuckerman grob seine Scheuklappen ab. Davon habe ich nichts mitbekommen, sagt Zuckerman kleinlaut und fühlt sich fast schuldig. Das ist mir neu. Was für eine Bombe. Leboff hatte zwei Ehefrauen, fragt er, und nicht nur eine, seine Miss New Jersey. Inwiefern war Tochter Mary eine Mörderin? Welchen Krieg verlor Leboff? Zuckerman wird sich nach jenem Abend mit Jerry an seinen Schreibpult begeben, Abbitte leisten und Leboffs Geschichte aufschreiben. Teils wie es war, teils wie es gewesen sein könnte. Und als Devise steht über dem Roman der großartig und pathetische Satz, die Tragödie des Menschen, der auf Tragödie nicht vorbereitet ist, das ist die Tragödie des Jedermann. In diesem einen Satz, die Tragödie des Menschen, der auf Tragödie nicht vorbereitet ist, das ist die Tragödie des Jedermann, bringt Nathan Zuckerman zugleich die Aufgabe seines und Philip Roths Schriftsteller-Daseins seit 1997 auf den Punkt. Niemand kann ein Leben führen, wenn er es in Vorbereitung auf eine Tragödie verbringt. Die meisten Leben aber tragen eine Tragödie in sich, von denen wir anderen gar nichts wissen. Ihr wisst zum Beispiel nicht, dass ich vor 10 Jahren kurz herztot war, einen Herzstillstand überlebt habe, der mein ganzes Leben bis heute prägt. Und ich meinerseits weiß nicht, was ihr alle durchleiden musstet. Wenn wir es wüssten, wir würden sanfter, rücksichtsvoller miteinander umgehen. So wie es jetzt ist, verschweigen wir uns voreinander, als hielten wir unsere Angst und unseren Kummer wie ein schändliches Familiengeheimnis. Die Tragödie des Menschen, der auf Tragödien nicht vorbereitet ist, das ist eine Tragödie des Jedermann. Ihr alle
seid kein Jedermann, auch ich bin es nicht. Roths Satz soll nämlich auch besagen, dass es einen Jedermann gar nicht gibt. Würden wir die gleichen Daten, die uns aus den Biografien berühmter Persönlichkeiten vertraut sind, auch über einen vermeintlichen Durchschnittsmenschen wie mich besitzen oder über einen Kardiologen wie Jerry oder einen Handschuhfabrikanten wie Sima Lebov, dann ergäbe sich oft ein noch spektakuläreres Bild der Eigenwilligkeit, der Angst, der Lebensfreude und Trostlosigkeit, als wir es von unseren Berühmtheiten besitzen. Nathan Zuckerman alias Philip Roth hat erkannt, dass die Geschichte eines jeden von uns erzählenswert wäre. Immer steckt hinter allem mehr, als wir sehen können, mehr, als wir zunächst nachvollziehen können und, wenn wir einmal mehr wissen, auch mehr, als wir verkraften können. Das ist nur verständlich, unser Weltkreis ist beschränkt. Literatur aber sprengt die Grenzen dieses Weltkreises auf. Während der Lektüre eines vitalen Werks bringen wir in uns eine imaginäre Stadt hervor, mit Menschen, deren Charakter und Daseinsweise zu ergründen uns in der wirklichen Welt die Kürze des Lebens versagt. Wie, fragen wir uns, machen das denn die anderen? Und blicken in ein Buch. Wie, fragen wir uns, können wir uns auf Tragödien vorbereiten, um die Tragödien derer zu vermeiden, die auf Tragödien nicht vorbereitet gewesen sind? Das ist für Philip Roth der Nutzen von Literatur. Bald vergleichen wir uns mit diesen Gestalten auf Papier, bald verschwinden wir in ihnen, so wie sich Nathan Zuckerman nach dem Gespräch mit Jerry in seiner ländlichen Abgeschiedenheit bis zu 10 Stunden am Tag hineinlebt in Sima Lebov. Er tut es gleich einer Ameise, die die Anden zu überqueren versucht. Er schreibt wie um seine Existenz. Denn an Menschen wie Sima Lebov gibt man nicht, mir nichts, dir nichts, den Vergessenpreis. Lebovs 16-jähriges Töchterchen Mary zündete aus Protest gegen den Vietnamkrieg im Postamt von Old Rimrock eine Bombe, tötete einen Arzt und fand Zuflucht im Haus ihrer so kaltblütigen wie dümmlichen Sprachtherapeutin. Sie war dem Terrortrupp der Weathermen bei 2 weiteren Attentaten und damit bei 3 Morden behilflich. Sie tauchte unter. Sie schloss sich einer besonders tier-, pflanzen- und bazillenfreundlichen Hindu-Sekte an, dem Jainismus. Ihr Vater Simon quält sich bis in den Krebstod an dem bösen Wörtchen ab. Warum? Warum? Weil die Mutter zu schön war und Mary fett war und stotterte? Vielleicht. Oder weil sich Mary wegen ihrer Sprachbehinderung ein Gefühl von Macht verschaffen wollte? Vielleicht. Oder weil Mary ihre sinnlose Aufgebrachtheit von Lebovs Vater geerbt hatte? Vielleicht. Oder weil der Katholizismus der Großmutter Mary das gusseiserne Ideal der Reinheit einimpfte und die Reinheit eines Ideals? Vielleicht. Und weil Mary ihren Vater einmal bat, sie zu küssen, so wie er ihre Mutter küsste, und er es in unüberlegter Sanftmut tat? Vielleicht. Oder weil für Mary all das Familienleben zu verzuckert vollkommen vorgeplant war? Vielleicht. Oder weil ihr niemand Widerstand entgegensetzte, jeder ihr alles durchgehen ließ? Vielleicht, 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 vielleicht. In diesem Labyrinth von Fragen, das keine Mitte kennt, verirrt sich Lebov an dem Tag, da er seine vom FBI gesuchte Tochter wieder sieht und bricht in diesem Labyrinth zusammen. Auch auf einer Dinnerparty muss er obendrein entdecken, dass ihn die Liebe seines Lebens, Miss New Jersey Dawn Dwyer, mit einem Oberschichtstrottel von Nachbarn betrügt. Er versucht, sich in einer weiteren Ehe aus den Trümmern seiner vernichtenden Niederlage zu erheben und gewinnt dennoch seine Lebensverfassung nicht mehr zurück. Was hat Sima Lebov nur falsch gemacht? Die Antwort ist von gewalttätiger Absurdität. Gar nichts. Angst ist das ursprünglichste Gefühl menschlichen Daseins. Dieser Angst liegt die Furcht vor dem Tod zugrunde und weder die Wolkigkeit der Religionen noch Glücksratgeber führen an ihr vorbei. Nach Vollendung von 2 weiteren Zuckerman-Romanen mit dem amerikanischen Idyll, gerundet zu einer inzwischen klassischen USA-Trilogie, starben Philip Roth Jahr um Jahr Freunde und Verwandte weg. Darum würde er, versicherte Roth, ein Experte in Grabreden mittlerweile, nicht mehr den Beruf des Schriftstellers ergreifen wollen, wäre ihm ein 2. Leben vergönnt, sondern den hilfreicheren des Arztes, den eines Kardiologen etwa, wie Jerry Lebov einer ist. Seit seinen eigenen Bypass- und Krebsoperationen war der 80-jährige Philip Roth trauriger und einsilbiger geworden und noch härter gegen sich selbst. Der Schöpfer Alexander Portnoy schrieb längst keine Bücher gegen die Anti-Philip Roth-Leser mehr, die das Ärgste von ihm zu erwarten hofften, um ihn dafür fasziniert verachten zu können. Getröstet und gestärkt fanden sich selbst jene, die noch gar nicht wussten, wie traurig sie im Innersten sind, als Philip Roth 2006 die Geschichte des namenlosen Jedermann erzählte. Dieser Jedermann wird als Sohn eines Juweliers geboren, um so zu leben,
wie andere auch. Er heiratet die Richtige, begeht Ehebruch, lässt sich scheiden, verfällt einer Jungen, die einfach nichts taugt. Die Kinder wenden sich von ihm ab und von Krankenhaus zu Krankenhaus stirbt er dann so vor sich hin. Zitat, ein Satz kommt jetzt wie ein Schlag in die Kniekehlen. Alt zu werden ist kein Kampf, sondern ein Massaker. Jeder von uns glaubt, Mann stirbt, ich nicht. Aber wir sterben alle, jeder Mann. Vor seiner letzten Operation, während die Narkose zu wirken beginnt, sieht unser Jedermann unter einem kornblumenblauen Himmel das auf dem Meer gleißende Licht aus seiner Kindheit vor sich und dann den ganzen Planeten Erde, gleich einem Diamanten unter der Lupe seines Vaters, eines Juweliers. Und so endet das Buch. Diese Unbekümmertheit und der Geruch des Salzwassers und die sengende Sonne. Tageslicht, dachte er. Licht, das überall hindrang. Ein Sommertag nach dem anderen, voll von diesem Licht, das auf der lebendigen See gleiste. Ein optischer Schatz, so unermesslich und kostbar, als betrachte er durch die mit den Initialen seines Vaters versehene Juwelierslupe diesen vollkommenen, unermesslich kostbaren Planeten selbst. Bei sich zu Hause, den Billionen, den Trillionen, den Quadrillionen karätigen Planeten Erde. Er sank hinab, fühlte sich aber alles andere als besiegt, ganz und gar nicht dem Untergang geweiht, nur darauf aus, wieder Erfüllung zu erleben. Und dennoch wachte er nicht mehr auf. Herzstillstand. Er war nicht mehr befreit vom Sein, ging er ins Nichts, ohne es auch hier zu merken, wie er es befürchtet hatte von Anbeginn. Genauso ist Philip Roth am 22. Mai 2018 gestorben. Den Nobelpreis bekam er nicht, obwohl er bis zuletzt darauf hoffte. Und dies aus einem simplen Grund. Der Nobelpreis hat ihn nicht verdient. Wer Philip Roth war, wissen wir jetzt. Und wir wissen nun auch, was sein Vermächtnis ist. Dem größten Feind, den wir alle haben, dem Tod, leisten wir nur Widerstand durch die Entschlossenheit, das eigene Leben, solange man es auf diesem vollkommenen, unermesslich kostbaren Planeten lebt, in Besitz zu nehmen und mit Sinn zu erfüllen. Und durch die Entschlossenheit, dabei für Unwesentliches keine Nachsicht zu haben. Und noch etwas. Verstecken wir uns nicht voreinander, sprechen wir uns aus. Dies ist das Vermächtnis unseres Freundes Philip Roth, das ihm seine Unsterblichkeit sichert. The poor old guy is gonna die. And let that be the end, okay?